Parat. Josef Blatter, Ex-FIFA-Präsident. Ihre Beziehung zum Bernhard Russi oder andere Frage, wie würden Sie den Bernhard Russi im Ranking der erfolgreichsten Schweizer Sportler einstufen? Also der Bernhard Russi kann ich in meiner Tätigkeit als Zeitmesser bei der Longines, nachher bei der Swiss Timing, und hat ihn auch verfolgt ein bisschen und hat mit ihm immer einen guten Kontakt gehabt. Der Bernhard Russi ist einer von diesen außerordentlichen Sportler, die zwar nicht an Häufen gewonnen haben, aber die wichtigsten Rennen gewonnen haben und nachher das können umsetzen können, dank seinem Können, seinem Talent, seinem Willen, und ist grossartig geworden. Zurückkommen auf die Frage in der Schweiz. In der Schweiz kann ich ihn auch nicht vergleichen eigentlich. In der Schweiz ist nur einer und der spielt ja noch, was das ist. Und das ist der Federer. Sonst kann ich nicht vergleichen. Ich kann nur vergleichen mit dem Ferdi Kübler. Das wäre noch etwas, eine andere Epoche. Aber sonst nicht. Aber hingegen, auf der Welt kann man vergleichen. Auf der Welt würde ich ihn auf dem Gebiet vom Fußball mit dem Pelé oder Franz Beckenbauer vergleichen. Ich würde euch noch, ich habe probiert einmal noch andere Velorennfahrer zu sehen, oder Automobil, das ist nicht so gut. Aber zum Beispiel einer, der Cassius Clay, der Ali. Also das ist Eddie Merckx. Das ist euch. Und der Eddie Merckx kann man erwähnen. Das ist wirklich einer, der noch heute da ist und etwas gemacht hat. Aber was der Bernhard macht, da müssen wir auf die Welt gehen und nicht in die Schweiz. In die Schweiz können wir sofort abzählen. Leider. Aber es ist ja gut für ihn. Vielen Dank.